Meine sehr geehrten Damen und Herren, im 12. Modul unserer Veranstaltung zum Thema wissenschaftliches Arbeiten und möglicherweise auch ein paar Anreißungen zum Thema Methodenkompetenz wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wird aus dem Rohmanuskript die fertige Reinschrift. Und ich glaube, dass der Autor recht hat, wenn er sagt, ohne eine ordentliche Überarbeitung kann ein Verfasser ein solches Werk nicht abgeben. Und wir haben hier drei notwendige Schritte, die wir uns anschauen sollten. Die inhaltliche Überarbeitung, die editorische Überarbeitung, aber auch die sprachliche Überarbeitung. Und hier zitiert nach Kruse, Kapitel 6 und 7. Wir haben schon kennengelernt, dass wir hier diese Zitierweisen mit Autor, Beistrich, ja, Jahr und Seite. Der hat Kapitel 6, 7 genommen. Es gibt es nur einen Kruse wahrscheinlich. In Wirklichkeit ist das nicht ganz die gängige Gliederung. Ich müsste Kruse, Beistrich, weiß ich nicht, das Jahr und dann Seite 160 bis 65. Der hat auch die Seite dazu genommen. Andere Autoren haben wir ja schon gehabt, haben PP oder gar nichts. Ja, also irgendein System, das wir hier jetzt gerade in der letzten Stunde kennengelernt haben, sollten Sie durchhalten und dieses dann auch entsprechend bringen. Bei der inhaltlichen Überarbeitung wird geprüft, ob die in der wissenschaftlichen Arbeit aufgeführten Aussagen korrekt formuliert sind, ob noch wichtige Aspekte fehlen oder ob die Arbeit überflüssige Dinge enthält, die gestrichen werden können. Ich meine, das ist natürlich immer so die Frage, wenn es nicht nur inhaltliche Vorgaben gibt, sondern auch so eine Art materiell formale, dass ich sage 80 Seiten. Also das ist natürlich eine Vorgabe und in diesen Bereichen streckt man dann möglicherweise. Und das ist dann wieder überflüssig, das heißt, der Gedanke sollte für die ganzen 80 Seiten reichen. Das ist immer, wenn man bei einem Mädchen auf Kaffee und Kuchen eingeladen ist für 2 Stunden und den Kuchen schon nach 3 Minuten gegessen hat. Was tut man dann? Und das ist bei dieser Arbeit auch. Wir sollten uns das eben im Rohgerüst genau einteilen. Ich weiß schon, dass einigen da etwas einfällt, nämlich gerade wissenschaftliches Arbeiten. Sie können diese Zeit nutzen, Ihre wissenschaftliche Arbeit zu machen, weil wir haben ja ein Rohgerüst. Wenn ich sage, wir haben 300 Stunden in etwa, wird die Arbeit dauern. In den nächsten 6 Monaten, dann haben wir pro Monat 50 Stunden. Das sind locker 12 Stunden pro Woche, die Sie mit Literatursuche und so weiter verwenden können. Da sind 2 gewonnene Stunden ja ein wichtiger Beitrag. Das heißt, inhaltlich können wir die ganze Arbeit so, haben wir vielleicht wirklich was übersehen? Haben wir eine der Hypothesen nicht beantwortet? Ist sie ein bisschen schwach gestützt, die Hypothese? Haben wir Fragestellungen, die wir gar nicht beantwortet haben? Oder haben wir Antworten auf Fragen gegeben, die nicht gestellt wurden? Dann muss man das wieder überarbeiten und in der Einbegleitung eine zusätzliche Hypothese aufstellen, weil sie sich so schön ergeben hat, dass wir sie im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit gelöst haben. Wir haben sozusagen einen zusätzlichen Nutzen gehabt. Nach der inhaltlichen Überarbeitung kommt die editorische Überarbeitung. Hier steht im Mittelpunkt dieses Arbeitsschrittes die Korrektheit der Zitate und der zugehörigen Literaturangaben. Es ist eigentlich eine Art herausgeberische Überprüfung, nachdem wir aber niemanden haben, der das für uns macht, machen wir es selber. Wir schauen jetzt, ob die Fachbegriffe und Fremdwörter eindeutig benutzt sind, ob sie erklärt werden müssen. Wir haben schon gemeint, dass in der Wissenschaft unbestritten eingeführte und vom Studierenden als bekannt vorausgesetzte Fachbegriffe nicht erklärt werden müssen, aber Fremdwörter in einem Glossar in der Art und Weise, wie wir sie verstehen und verwenden möchten, dann dargestellt und erklärt werden. Und dann müssen wir natürlich die Anmerkungen auf Vollständigkeit und auf richtig durchgehende Nummerierungen überprüfen. Es gibt jetzt hier nicht so wirklich einen Hinweis, wie viele Zitierungen Sie brauchen bei 80 Seiten, das wäre dann doch ein bisschen viel. Aber 80 Seiten wissenschaftliche Arbeit ohne Zitierungen ist eindeutig und entschieden zu wenig. Aber es ist, früher hat man mal gesagt, der Habilitation hat, weiß nicht, 400 Seiten, 4000 Zitierungen, das stimmt auch nicht mehr, weil das wird mittlerweile fast von Dissertationen erwartet. Aber das ist auch wieder abhängig, machen Sie ein Fallbeispiel oder was immer. Es ist nicht so, dass Sie unbedingt pro Seite 5 Zitierungen zusammenbringen müssen. Aber es wäre schön, wenn Sie nicht seitenweise was schreiben ohne Zitierungen. Das Literaturverzeichnis müssen wir eben alphabetisch richtig ordnen.
die bibliografischen Daten den Regeln nach vollständig und in der richtigen Reihenfolge. Wir haben auch gesagt, dass es im Literaturverzeichnis eine Hierarchie geben sollte zwischen dem Buch, dem Sammelwerk, dem Aufsatz im Sammelwerk, den facheinschlägigen Zeitschriften, den sonstigen Dingen. Und dann sollte man prüfen, ob Tabellen, Abbildungen, grafische Darstellungen am vorgesehenen Platz stehen. Die Frage ist immer, was ist der vorgesehene Platz? Wir haben gesagt, etwas, was etwa ein Drittel bis maximal die Hälfte der Seite einnimmt, kann man im fortlaufenden Text bringen, den Rest in einem entsprechenden Anhang. Wir können dann noch einmal wiederholend zusammenfassen, wie dann die Arbeit insgesamt aufgebaut werden sollte. Nach der inhaltlichen und editorischen Überarbeitung kommen wir zur sprachlichen Überarbeitung. Die bezieht sich vorrangig auf korrekte Rechtschreibung und Grammatik. Wir haben gesagt, dass es kaum Vorgaben gibt, ob wir in der alten oder neuen deutschen Rechtschreibung arbeiten sollen. Jedenfalls die Mischung aus beiden ist nicht gewünscht. Wer ein Computerprogramm hat, das mit der neuen deutschen Rechtschreibung arbeitet, sollte es nutzen, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, in der neuen deutschen Rechtschreibung zu schreiben. Man könnte auch nachsehen, ob bestimmte Wörter zu oft vorkommen, ob es dafür synonyme Begriffe gibt, die den Sachverhalt genauso exakt beschreiben. Haben aber schon auf die Probleme des Arbeitens mit Begriffen hingewiesen, dass wenn wir archivieren und wir einem Synonym dann Zitate zuschreiben, das möglicherweise dann nicht mehr bringen, wenn wir es übersehen haben. Also daher am Anfang möglicherweise eine Einschränkung der Begriffe, damit wir hier immer die Zitierungen zuordnen können und dann bei der sprachlichen Überarbeitung eine Ausweitung des Begriffes, dass wir also auch Synonyme verwenden können. Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn die wissenschaftliche Arbeit mehrmals überarbeitet wird. Das können Sie jetzt selber machen, dass Sie sagen, ich arbeite bis zum Reinschliff und es geht Ihnen so wie mir, wo die Frau Professor Wicher mir das dreimal zurückgeschmissen hat. Also das heißt, die mehrfache Überarbeitung kann man selber wählen oder der Betreuer gibt es einem auf. Jedenfalls sollten wir genügend Zeit einplanen. Wir haben ja schon darauf hingewiesen, dass wenn wir uns ein Zeitkorsett, einen Zeitplan, einen Arbeitsplan erstellen, auch 10% Reserve für Unvorhergesehenes einplanen. Wir sollten jedenfalls Zeit einplanen für die Endredaktion, auch in sprachlicher Hinsicht. Natürlich kann man sich auch zu Tode überarbeiten. Irgendwann muss auch einmal mit dem Basteln an diesen Formulierungen Schluss sein. Die Arbeit sollte jetzt noch entsprechend den Vorgaben vervielfältigt und geheftet oder gebunden werden. Gut ist es, wenn man sich ein Exemplar selber behält, nicht alle aus der Hand gibt. Und wenn die Arbeit mit dem Computer geschrieben wurde, kann man sie gleich in der entsprechenden Stückzahl ausdrucken. Manche lassen sich das aber dann trotzdem noch einmal drucken und schön einbinden. Also mit diesen dicken. Man kann also jetzt die Druckerei und den Copyshop besuchen und dann ist das Endergebnis fertig. Erst wenn die fertigen Exemplare in der Hand liegen und die in der Regel immer beizufügenden Erklärungen unterzeichnet wurden, ist die schriftliche wissenschaftliche Arbeit fertiggestellt. Was ist jetzt diese beigefügte Erklärung? Wir haben schon gemeint, das ist jene, wo Sie erklären, dass Sie ohne Zuhilfenahme nicht genannter Hilfsmittel diese Arbeit erstellt haben und dass Sie alles, was Sie sozusagen von Fremden übernommen haben, auch als solches gekennzeichnet haben. Da gibt es Muster genug. Welche Literatur hat unser Bibliograf dafür verwendet? Eben Backhaus, Becker. Sie sehen, er hat das anders zitiert, als es vorgesehen ist. Familienname, Vorname, dann danach eigentlich das 98er da mit Klammer 98, Klammer Doppelpunkt, Leitfaden für das wissenschaftliche Arbeiten. Ja. Der hat es im Internet gefunden, als PDF-Datei, hat er sich sicher gesichert, ja. Die hat er sich aufgehoben. Und da sehen wir, also können wir uns das anschauen, der Umberto Eco, wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Ja, also können Sie nachschauen, den Petersen haben wir ja, glaube ich, sehr oft zitiert. Finden Sie ein paar entsprechende Anleitungen. Ich möchte eigentlich, bevor ich zu diesem Kontrafaktischen komme,
einschieben, dass wissenschaftliche Arbeiten mit Begriffen. Wir haben schon gesagt, also bei den Begriffen ist eine der Hauptarbeiten, wir sind auf 114, ist eine der Hauptarbeiten und eines der Hauptprobleme. Ich muss das Thema einmal einschränken, es darf nicht zu weit sein, es darf aber auch nicht zu eng sein, es muss ein Forschungsinteresse bestehen und ich helfe mir beim Recherchieren damit, dass ich in diesem Bereich die Begriffe definiere, die ich untersuchen möchte, mir auch eine Begriffsmatrix erstelle. Das heißt, der Begriff ist der zentrale Punkt für jeden kritischen Wissenschaftler. Wo können Sie das auch nachlesen? Hier sehen Sie Eva Kreisky, eine Politologin, die diese Dinge zusammengefasst hat und eine Fundstelle im Internet mit abgefragt und Uhrzeit. Eva Kreisky sagt, jeder kritische Wissenschaftler muss mit Begriffen arbeiten und die muss ich begreifen. Also sie sagt, ohne dass ich Begriffe begreife, wird es nicht gehen. Sie sind das Rüstzeug für jeden Politologen, jede Politologin, gleich ob man jetzt Mann, Frau eine kritische Absicht verficht oder nicht. Es geht einerseits darum, die Verhältnisse mit möglichst treffenden Begriffen möglichst klar und konsistent beschreiben. Es geht aber auch darum zu erkennen, welche Begriffe in der wissenschaftlichen Diskussion oder auch im Alltagsdiskurs mit welchen Konzepten und Theorien verknüpft ist, also die Bedeutung eines Begriffes herauszuarbeiten und assoziationskettennahe Verhältnisse, Begriffscluster zu entdecken. Nicht selten stehen Definitionsfragen am Ausgangspunkt politischer und wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Bürger kann Mann, Frau zum Beispiel als Staatsbürgerin, volljährige Staatsbürger, als Staatsbürgerin im Sinne des Trägers von sozialen, ökonomischen und politischen Rechten, aber auch als männlicher Bourgeois, das heißt in ökonomischer Weise definiert werden. Sie sehen, wir befinden uns wirklich im politologischen Begriffs, in der politologischen Begriffswelt und sollten uns jetzt überlegen, was für einen Begriff wollen wir untersuchen. Ja? Und den dann genau definieren und dann eben feststellen, in welchem Bereich ist er anzusiedeln. Ein Beispiel hat sie gebracht, ich glaube, wir haben sogar einmal darüber gesprochen. Wenn der Nationalratspräsident von Bürgergesellschaft redet, hat er etwas im anderen Sinn als eine regierungskritische Organisation, wenn sie von Zivilgesellschaft spricht. Wir haben auch damit das Problem angesprochen, wenn sie New Public Management als Begriff in ihrem Bereich verwenden, dass sie den entsprechend definieren und zitieren. Also wenn sie ihn einführen, New Public Management, möglicherweise sogar im Titel ihrer Arbeit, dann müssen sie ihn im Rahmen ihrer Arbeit erklären, definieren. Wenn sie ihn das erste Mal schreiben, auch ausschreiben. Sie können dann ja weiter, haben wir gesagt, NPM schreiben, New Public Management, aber einmal muss er auch ausgeschrieben werden. Und dann können sie immer wieder von NPM schreiben, weil sie damit bezeichnet haben, es ist New Public Management und erklärt haben, was sie darunter verstehen. So wie wir gesagt haben, dass es einfach Zitierweisen gibt, die wir als Konventionen betrachten, so sind auch Begriffe Konventionen. Also genau wie Maßeinheiten oder Farben sind auch Begriffe das Ergebnis von Verhandlungen. Ihre Bedeutung kann sich ändern. Also ich kann Begriffen in der Diskussion auch eine neue Bedeutung geben. Nicht zuletzt zeigen, dass diese Neuauflagen von Büchern, dass Begriffe leben, weil sie ja auch in der politischen Diskussion, in der wissenschaftlichen Diskussion abgeschliffen werden. Das heißt, Freiheit oder Liberalismus ändert sich natürlich, nicht? Wenn ich ein liberaler Mensch bin zu einer Zeit, wo die Kirche absolutistisch herrscht oder ein Staatsoberhaupt, dann ist das ein anderer Liberalismusbegriff als heute in einem demokratischen System, wo sich ein Liberaler möglicherweise auch als antichristlich, antikirchlich begreibt, aber sagt, ich habe eine liberalere Einstellung zur Homosexualität oder ich bin ein Liberaler im Wirtschaft, im ökonomischen Sinn, ein Wirtschaftsliberaler, der Eingriffe des Staates zurückdrängen möchte. Also hier ist er, hat sich auch eine Wandlung durchgezogen. Und wenn Sie jetzt Werke über den Liberalismus aus anderer Zeit zitieren, dann ist das wirklich ein anderer Begriff, als er heute verwendet wird. Und das meint Kreisky, wenn sie sagt, Begriffe sind einer Geschichte unterlegen oder unterworfen, haben aber auch eine Zukunft, an der sie mitarbeiten können. Also wenn Sie jetzt einen Begriff definieren oder verändern, aus einem neuen Blickwinkel betrachten, dann können Sie hier darauf eingehen. Begriffe sind eben an einen Kontext gebunden, an eine Zeit und an das jeweilige Wissen dieser Zeit. Wir werden uns da in einer der nachfolgenden Module mit dem Thema der Kontextualisierung beschäftigen müssen.
Wir haben schon gesagt, wir haben jetzt mit Begriffen zu arbeiten und hier gibt es verschiedene Kategorien von Begriffen. Wir haben einmal einfache Fremdwörter, die ich nachschlagen kann in einem Fremdwörterlexikon oder die vom Leser als bekannt vorauszusetzen sind. Antagonistisch, wir haben einmal gehört, dass es die Produktionsfaktoren im Bereich der Volkswirtschaftslehre von Arbeit, Boden und Kapital gibt und dass die Politikwissenschaftler davon ausgehen, zumindest die marxistischen, dass es zwischen Kapital und Arbeit antagonistische Widersprüche gibt, also unauflösliche Widersprüche. Daher wird von einem Politikwissenschaftler vorausgesetzt, dass er das Wort antagonistisch, das auf Griechisch widerstreitet, unversöhnlich zurückgeht, dass er das weiß, dass man hier von dem antagonistischen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit beispielsweise spricht. Das sind Fremdwörter, die ich so erklären kann. Dann habe ich theoriespezifische Ausdrücke, wobei der theoretische Hintergrund bekannt sein muss, um die spezifische Bedeutung des Begriffs zu erschließen. Zum Beispiel der Arbeitsbegriff für die Theorie von Locke, die in gewisser Weise anknüpft, aber in einer anderen Bedeutung gesehen wird, beispielsweise bei Marx. Der Arbeitsbegriff, wenn Sie von Verelendung der Arbeiterschicht reden, dann müssen Sie den Begriff der Verelendungstheorie von Marx kennen. Also, wenn jemand theoriespezifische Ausdrücke verwendet, dann muss er auch hier wieder wissen, wie er sie verwendet und wie sie sich heute darstellen. Es gibt auch metatheoretische, das sind wissenschaftstheoretische Fachausdrücke. Die Metaebene ist immer die Ebene darüber. Und hier kann man dann Philosophielexika befragen. Ja, hier ist Beispiel angeführt, heuristisch. Die Heuristik ist sozusagen auch auf das Griechische zurückzuführen. Ne? Heureka, ich habe es gefunden und gelöst. Das können Sie dann ausschreien, wenn Sie die Arbeit in gebundener Form vor sich haben. Also die Heuristik als die Kunst, neue Erkenntnisse zu finden. Jetzt haben wir auch noch Wörter, die in der Alltagssprache vieldeutig sind oder einen abweichenden Bedeutungsgehalt haben als im politischen Jargon. Auch diese müssen wir entsprechend einführen und hier müssen wir Differenzen festhalten bzw. auch Sie die Tatsache bewusst machen, dass Arbeit, Politik und Anerkennung unterschiedliche Bedeutungen haben. Also wenn Sie in diesem Bereich der sozialen Kompetenz, emotionalen Intelligenz arbeiten, hat Anerkennung eine bestimmte Bedeutung. Das haben wir bei der Frau Kollegin Ullametz kennengelernt. Hilfreich ist also die Unterscheidung Begriff, Konzept und Theorie. Wenn wir den Begriff, mit dem wir jetzt schon gearbeitet haben, wir sagen, wir arbeiten mit Begriffen als reinen Terminus technicus verstehen, dann hat er eine geringe Reichweite. Er beschreibt ja nur ein mehr oder weniger eingeschränktes Phänomen. Wenn ich jetzt, und das ist ein gutes Beispiel, weil wir uns damit beschäftigt haben, den Begriff Legislative anschauen, dann glauben wir, dass das eine recht eindeutige Sache ist. Wir haben ja diese Gewaltenteilung nach Montesquieu diskutiert, Legislative, Exekutive und Judikative. Wir haben dann kennengelernt, dass es diese Gewaltenteilung als Gewaltenverschränkung gibt, haben festgestellt, dass die Politikwissenschaftler hier sogar 6 Ebenen der Gewaltenteilung kennen. Und kommen drauf, dass es vielleicht doch nicht ganz so eindeutig erscheint, wie wir das als Gewaltenteilung verstehen. Judikative, Exekutive, Legislative. Nicht? Bei genauer Hinsicht ist gar nicht so einfach, die Behörden des Staates einer Gewalt zuzuordnen. Die Rolle des Bundespräsidenten gehört in die Exekutive. Ja? Wissen möglicherweise die Leute nicht ganz genau, dass das ein Verwaltungsmensch ist, weil wir glauben, dass wir ihn durch die Direktwahl möglicherweise anders legitimieren. Das heißt also, es ist sehr, sehr schwierig hier festzustellen und dann haben wir die Gewaltenteilung in Verbindung zum Konzept der Checks and Balances in dem amerikanischen Kontext gebracht, wo wir draufkommen, dass die Amerikaner ganz ein anderes politisches, nicht ein ganz ein anderes, aber ein von uns verschiedenes politisches Verständnis haben. Weil wir ja nicht nur zwischen den drei Staatsgewalten, sondern auch zwischen Zentralstaaten und Gliedstaaten reden, was aber nicht den Amerikanern vorbehalten ist, sondern wenn Sie sich an die ersten beiden Semester erinnern, wo wir den Professor Janko hatten, Professor Janko auch dieses Element angesprochen hat. Bei diesen 6 Elementen, die wir besprochen haben, horizontale, vertikale Gliederung, hat er auch gesagt, Gewaltenteilung durch Föderalismus.
es ist sozusagen, die Gewaltenteilung hat noch eine Ebene bekommen, weil sie sich ja nicht nur auf der bundesstaatlichen Ebene, sondern auch auf den Ländern abspielt. Also das ist, was Kreisky hier sagt im Bereich, dass das nur in Amerika, das ist in Österreich genauso, dass die Bundesländer auch ein Beitrag zu dieser Gewaltenteilung sind. Und so kann ich, wenn ich von der Gewaltenteilung im klassischen Sinne spreche, von Montesquieu, unter Umständen, wenn ich das mit rein Checks and Balances übersetze, einen Fehler machen. Das heißt, ich muss jetzt immer diesen Begriff in einen bestimmten Kontext stellen oder in ein bestimmtes Konzept der Theorie der Gewaltenteilung diskutieren. Daher ist es auch so wichtig, dass wir hier verschiedene Zuordnungen vornehmen. Wie arbeite ich jetzt meine Begriffsliste auf? Ich versuche eine Zuordnung zu den oben genannten Kategorien. Ich schaue nach, ob ich banale Fremdwörter, die ich nicht kenne, nachschlagen und wenn ich nachgeschlagen und begriffen habe, nicht vielleicht sogar erklären sollte. Also es ist wirklich besser, Fremdwörter in einem Glossar zu erklären, nämlich in dem Sinne, wie ich sie verwende. Dann Begriffspaare und Gruppen finden, das ist das, was wir unter dem Thema Begriff und Synonym haben. Ein und derselbe Begriff kann ja mehrfach bezeichnet werden, aber das Bezeichnen. Dann haben wir Gegensatzpaare, das ist sozusagen auch das Antonym dazu, das haben wir ja schon ein bisschen besprochen, Allgemeininteresse versus Einzelinteresse. Wenn Sie also Theorien erstellen, nicht personalistische Theorien, individualistische Theorien, wo das Einzelinteresse überwiegt, Gemeinwohltheorien, wo das allgemeine Interesse überwiegt, personalistische Theorien, die versuchen, das auszugleichen, dann sollte man das also auch in diesem Kontext sehen. Gruppierungen miteinander verbundener Begriffe, die beispielsweise auf geschichtliche Zusammenhänge hinweisen. Der Kapitalismusbegriff hat sich sicher auch gewandelt. Das ist auch der Grund, warum Fukuyama vom Ende der Geschichte spricht, weil wenn ich heute Begriffsdefinitionen wie Kapitalismus dadurch definiere, dass ich sie als vom Kollektivismus verschieden definiere und der Kollektivismus zusammenbricht, dann gibt es möglicherweise, der Kapitalismus hat die ganze Welt, das ist seine Theorie, überzogen, selbst die Chinesen sind kapitalistischer als alle Kommunisten vor ihnen. Das heißt, der Kapitalismus hat weltweit gesiegt, wir sprechen vom Ende der Geschichte, die definiert ist als eine Gegensätzlichkeit zwischen Kapitalismus und Kollektivismus, fällt eine Seite weg, gewinnt eine Seite, ist vorbei. Ne? Wenn ich jetzt diesen Kapitalismusbegriff im Wandel der Zeit anschaue, dann ist immer die Frage, in welche Zeit ordne ich ihn ein und wie gehe ich damit um. Andere Beispiele, Staats- und Verfassungsformen. Wenn wir die Rolle der Bundespräsidenten vergleichen, ist sie in Österreich und Deutschland völlig verschieden. Oder wir sollten auch Synonyme identifizieren, Egoismus und Eigensicht oder Eigennutz. Als Beispiel ist das nur angeführt. Im Wesentlichen geht es also darum, dass den meisten Begriffen eine eigenständige Zuordnung erfolgen kann, sodass wir Assoziationsketten bilden können. Beispiel haben wir bürgerliche Gesellschaft, die den Vertragstheorien als Synonym für den Staat verwendet. Im Gegensatz zum Naturzustand wurde historisch versucht, ihn zu verwirklichen. Ich meine, diese Civil Society, das ist wirklich interessant, Erkämpfung der Bürgerrechte. Wenn wir heute von der Ausweitung der Bürgerrechte reden, auch auf europäischer Ebene versuchen, Bürgerrechte in einen Grundrechtskatalog zu definieren, dann kämpfen wir um andere Bürgerrechte, beispielsweise Schutz der personenbezogenen Daten, gehen der Frage nach, ob es wirklich notwendig ist, dass wir unsere Sozialversicherungsnummer brauchen, um dem Bildungsdokumentationsgesetz zu entsprechen. Jeder von Ihnen muss seine Sozialversicherungsnummer bekannt geben, das ist gesetzlicher Auftrag, weil wir Bildungsleistungen dokumentieren müssen, ist aber dann für ewige Zeiten zuordnenbar, nicht? Ich weiß genau, was hat der studiert und wann hat er was bestanden. Kann man das nicht auch, wenn ich es nur aus rein statistischen Daten brauche, anders lösen? Ist ein ganz anderer Kampf als gegen einen absoluten Herrscher, als gegen Ludwig XIV. Zum Beispiel. Das heißt, ich muss immer hier einen entsprechenden Kontext herstellen. Sie können das bitte in Ruhe nachlesen. Dazu auch die Pause nutzen, weil wir in der nächsten Stunde dann arbeiten, noch einmal zusammenfassen, was es heißt, mit Begriffen zu arbeiten. Danke.